Ich bin nur ein armer Bauer und will dem König mein bestes Heu anbieten, auf das er mir einen guten Preis macht. Na dann lass mich mal deine Ware sehen, von welcher Qualität dein Heu ist. Und damit hallöche Leute, willkommen bei Pandido und einem Unboxing von Playmobil Knights. Und zwar dem Spähtrupp der Löwenritter. So, die haben wir also hier, meine Freunde. Schaut euch das an, es sind genau drei Ritter, die zu diesem Spähtrupp gehören. Und zusätzlich dabei ist auch noch ein Pferd. Und das Coolste ist an diesem Pferd, dass es einfach mal ein gepanzertes Pferd ist, ja? So. Also, es hat hier vorne schon mal einen Kopfschutz. Es ist eine richtige Rüstung. Selbst der Sattel ist hier quasi eine Rüstung. Das ist ziemlich cool. Hallöchen, sagen wir hier mal zum ersten Ritter des Löwen, des Spähtrupps. Des Löwentrupps, mein Gott, des Spähtrupps. So, der wird auf jeden Fall noch eingekleidet. Hier mit goldenen Akzenten. So, Handschuhe in Gold. Hose übrigens auch in Gold. Hinten am Gürtel ist so ein kleiner Puppel, sag ich mal. Dafür gibt es dieses rote Ding. Das ist dann quasi der Halfter. Und da kommt das Schwert rein. Zack, perfekt, trägt er am Rücken. Weiß nicht, ob das so üblich war. Naja, jedenfalls kriegt er hier noch einen wunderschönen goldenen Helm. Und zwar, oh, wenn ich den immer jetzt... Meine Herren, ganz schön fest. Aber man muss auch sagen, wenn der den Helm erstmal drauf hat, dann wird er ihn auch bestimmt nicht mehr verlieren, denn der sitzt wirklich bombenfest. Okay, so, zum Schluss noch das Schild des Löwenkönigreichs. So, damit wäre der erste schon fertig. Hier haben wir den zweiten Ritter des Spähtrupps. Er sieht ähnlich aus. Auch wenn ich cool finde, dass die Verzierungen anders sind. Seht ihr, das Gold am Hals und so sieht alles ein bisschen anders aus. Und da die alle drei, jetzt kommt der dritte, relativ gleich sind, mache ich die beiden mal im Schnelldurchlauf. Und er sieht natürlich noch cooler aus. Er ist noch mehr mit Gold verziert. Guck mal, der komplette Arm ist einfach Gold. Das ist so gut wie alles an ihm Gold. Die Beine, wirklich alles. Und er ist richtig cool. Hier haben wir ein Schwert an der Seite, goldenen Helm natürlich. Und er ist der Hauptmann der Spähtrupps. So, und ach ja, sein Schild natürlich noch. Oh, mein Hauptmann, wir wollen dich nicht ohne Schild in die Schlacht ziehen lassen. So. Und wir wollen dich auch nicht ohne Banner in die Schlacht ziehen lassen, nein. Denn das Banner muss sein, Freunde, damit die Gegner wissen, okay, welche Gruppierung quasi, welches Königreich marschiert ja gerade eigentlich auf uns zu. Darum hier das, der Löwenkopf auf dieser Fahne da oben drauf. So, und jetzt weiß jeder, mit wem sie es hier zu tun bekommen. Rittergarde hergehört. Wir haben gute Arbeit geleistet in den letzten Tagen. Aber das reicht noch nicht. Verstanden? Wir haben viele feindliche Ritter in die Flucht geschlagen, mussten aber auch Verluste hinnehmen. Deshalb werden wir jetzt wieder auf Patrouille gehen, um das Reich zu schützen. Verstanden, Männer? Verstanden, Hauptmann. Na dann, folgt mir. Stehen geblieben, stehen geblieben. Ihr wärt schneller, wenn ihr auch Pferde hätten, Hauptmann. Hoch auf dem gelben Wagen. Gott zum Gruße, werte Löwenritter. Bin ich hier richtig auf dem Weg ins Löwenkönigreich? Ganz recht, Bauersmann. Was ist euer Begehr? Ich bin nur ein armer Bauer und will dem König mein bestes Heu anbieten, auf das er mir einen guten Preis macht. Na dann lass mich deine Ware mal sehen, von welcher Qualität dein Heu ist. Von goldener Qualität, zweifelsohne. Gut geschnitten, ja, ja. Kein Anzeichen von Nagerbefall. Doch, oh, was ist das denn? Männer, kommt her, ich brauche euren Rat. Ja, Hauptmann, was gibt's? Seht ihr das? Das ist doch, also, man könnte doch meinen... Könnte man machen, Hauptmann, ja, ja. Also so, wirklich, ist das riskant, aber... Ne. Tja, guter Bauersmann, ihr habt Glück. Weiterreisen müsst ihr nicht. Wenn ihr zum König wollt, seid ihr hier auf dieser Burg bereits richtig. Hä? Welche Burg? Haha, erwischt! Im Namen des Königs nehmen wir euch Halunken hiermit fest. Oh Mist!